Ich war noch nie in meinem Leben in der Schweiz. Nur mit dem Finger auf der Landkarte. Ich habe gesagt, Herr Liebling, beruhig dich. Du kannst froh sein, dass ich nicht polnisch aufgewacht bin. Dann hat er mich vielleicht gar nicht verstanden. Ja? Und nachher, er war ganz schön geschockt am Anfang. Aber ich ging nicht anders. Er hat immer gefragt, was, lieber dich, was hast du gesagt? Nachher, dann ging es aber. Im ersten Moment war ich erschrocken über die Sprache. Was ist denn das? Simuliert die oder will die mir was vorgaukeln, aber dann merkte ich dann, dass sie ernst meinte und die dann auch in Tränen ausbrach hier über ihr Schicksal. Und da musste ich eben das nehmen, wie es jetzt ist mit dem Schweizer Dialekt. Ich muss gestehen, ich bin etwas überrascht, weil die Dame in der Tat in einer Weise spricht, dass man denken könnte, das klingt wie Schweizerdeutsch. Ne? Und ich persönlich sowas, also in so einer deutlichen Form, noch nicht bei Patienten mit Schlaganfall gesehen habe. Man kann sich vorstellen, dass in der Steuerung der Sprache im Gehirn eben ein Defekt, das können ganz kleine Defekte sein, eben so passiert, dass häufig eben solche Kehllaute eingestreut werden und dann klingt es eben wie Schweizerdeutsch. Ich träume manchmal, muss ich sagen, dass ich wieder etwas bekomme. Und ich wieder Deutsch dann auf einmal spreche. Ich glaube, das geht nicht. Weil bei mir ist ja hinten das alles nach hinten gerutscht. Ich glaube nicht, dass das wieder vorrutscht. Ja, leider. Das Syndrom heißt Fremdsprachen-Akzent-Syndrom. Wie der Name schon sagt, die Anmutung, dass der Patient eine fremde Sprache mit einem für uns fremden Akzent spricht. Wie das zustande kommt, kann bis heute eigentlich noch niemand genau sagen. Nicht, dass da sind wir doch. Wir wissen nur, dass die Störung ihre Ursache eben in einer Schädigung des Sprachzentrums in der linken Hirnhälfte hat. Ich hatte aber noch großes Glück. Es hätte viel schlimmer kommen können. Ich konnte nur trinken, essen und trinken. Und ich habe geübt, jeden Tag. Und das ist aus mir geworden. Es ist nicht vollkommen. Ich habe noch etliches, was nicht mehr rückgängig geht. Aber ich komme damit zurecht.